Moin moin YouTube, herzlich willkommen zurück zum LS22 Bildet 2 Projekt. Hier ist euer Commander Keule und ihr seid herzlich willkommen heute bei der zweiten Ballfolge, die ich aufnehme. Es ist wirklich erst die zweite Folge, die ich aufnehme. Vielen, vielen Dank erstmal und Props gehen raus an die ganzen Kommentare, jedes Mal zu den ganzen Projektvideos, die hier rauskommen, die Däumchen, die ihr rausschallert. Vielen, vielen, vielen Dank auch an die ganzen neuen Abonnenten, die durch dieses Projekt auch reingekommen sind. Vielen, vielen Dank, herzlich willkommen. Ich freue mich megamäßig, dass so viele hier jetzt bei mir auch bei dem Projekt mit dabei sind und das irgendwie auch feiern. Ich sehe es an euren Kommentaren. Gerne, gerne immer eure Kommentare und euren Feedback auch dazu dalassen. Echt mega wichtig für mich, für den YouTube-Algorithmus, damit die Videos auch andere Leute vorgeschlagen kriegen. Und Leute gucken sehr häufig auch einfach in die Kommentare und überlegen dann, ob sie sich ein Video angucken. Also es ist mega, mega wichtig und hilfreich. Also auch wenn ihr schlechtes Feedback habt, das nehme ich dann für mich mit und gucke dann, dass ich das Ganze verbessern kann und so weiter und so fort. Immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ich baue jetzt einfach nebenbei schon mal und erzähle einfach mal so ein bisschen weiter. Wir haben ja schon im Livestream das Ganze auch ein bisschen durchgegangen, was wir hier so machen werden. Das wird jetzt auch kein Zeitraffer-Video, denke ich mal, weil ich darf eine Stunde bauen. Und wir brauchen aber, denke ich, einfach gar keine Stunde, weil ich A, gar nicht das Money dafür da habe und B, wir auch gar nicht so viel dementsprechend dann ändern und abbauen und abändern können hier an diesen ganzen schönen Gebäuden, die wir jetzt hier stehen haben. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, diese Baufolge wird es halt in sich haben, weil wir einiges, und damit meine ich wirklich einiges, korrigieren müssen. Guck mal, hier habe ich zum Beispiel festgestellt, dass wir hier doppelte Zäune gesetzt haben. Das kann alles weg. Wir machen eine Umstrukturierung der Extralative. Das wird den einen oder anderen, der jetzt nicht live dabei war, so ein bisschen irritieren und sagen, ey, warum? Das hat doch eine Menge Geld gekostet. Ja, ist richtig, aber am Ende des Tages bleibt uns halt auch nichts anderes übrig. Wir haben ausprobiert, wir haben rumprobiert. Ich reiße jetzt hier wieder Gebäude ab und gestalte alles so ein bisschen anders auf meinem Hof. Das wird, wie gesagt, den einen oder anderen ein bisschen irritieren und ja, für Verwirrung sorgen, was am Ende des Tages aber nicht schlimm ist. Es muss aber gemacht werden und ja, ich sehe hier schon wieder, ich habe wieder dasselbe Problem auf diesem Server. Der will einfach gewisse Dinge, die du halt abändern möchtest, nicht übernehmen, ne? Das Ding hier steht hier wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Schwierig, dann vernünftig zu bauen, so, ne? Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze geregelt kriegen. Ist aber auch erstmal aus meiner Sicht nicht wichtig. Ja, was soll ich euch sagen? Ich hänge wahrscheinlich hinter allen anderen immer noch so ein bisschen hinterher, was das Bauen angeht. Finde es jetzt aber auch nicht so schlimm, weil, wie gesagt, das Geld, das fehlt eh an allen Ecken und Enden. Ich habe aber mit der Projektleitung vorher mir die Genehmigung geholt. Also ich könnte theoretisch, wenn ich will... Ja, siehst du, also hier steht das Ding doch noch. Das muss weg. Aber nicht ausgewählt zum Wegmachen. Ich glaube, ich muss dem Server einfach nochmal neu joinen. Und dann könnte das Ganze vielleicht funktionieren. Ich glaube, ich join einfach nur mal kurz neu und dann schauen wir mal, ob ich den abreißen kann. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und ja, siehe da. Es ist halt verrückt, was hier irgendwie passiert. Niemals gebaut, das Ding. Keine Ahnung, wo das jetzt auf einmal herkommt. Ja. Sowas passiert halt aber trotzdem auch. Leider, leider, aber es ist nun mal, wie es ist. Ja, wo war ich stehen geblieben? Wie gesagt, das Ganze wird jetzt hier kein Zeitraffer werden, denke ich mal, weil ich einfach auch gar nicht das Geld dafür da habe und auch nicht die Ressourcen dafür da habe, viel zu bauen. Deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Zeit, auch mit euch einfach zu quatschen. Wir können jetzt hier nochmal dieses Landskipping-Tool machen, was nochmal Geld abziehen wird. Ja, es ist halt einfach, wie es ist. Ne? Landskipping-Tool ist ja auch ein Riesenthema, worüber wir uns jetzt schon ein paar Mal unterhalten haben und ich glaube, da werden wir uns auch noch ein paar Mal drüber unterhalten, weil es halt einfach ein absolut schlechtes Werkzeug geworden ist, in meinen Augen. Jeder, der meine Videos kennt, meine Bauvideos aus dem LS19, der weiß, was ich da so gebaut habe, der weiß, was wir da so gemacht haben und der weiß, dass ich nicht erst jetzt anfange, mit diesem Tool zu arbeiten, mit dem Landskipping auch nicht und generell mit dem Bauen. Ich finde, es hat keinen Fortschritt gemacht, es ist eher schlechter geworden, nach meinem Empfinden. Also nur meine Meinung, die muss jetzt nicht jeder vertreten. Ich weiß, da werden wahrscheinlich auch andere kommen und sagen so, nö, es ist auf jeden Fall besser geworden, angenehmer, einfacher. Ja, es ist einfacher geworden, definitiv, aber ich finde, das Tooling an sich ist jetzt nicht wirklich schön geworden. Ich finde, es hat einen Schritt nach hinten gemacht. So.
Das ist einfach so mein Empfinden und mein Empfinden. Hier, guck mal, das hat sich schon wieder verbuggt. Jetzt, keine Ahnung. Wir lassen das jetzt einfach erstmal so. Scheiß drauf. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Mal neu joinen müssen, wenn ich Pech habe. Aber ihr seht schon, ich habe den halben Hof jetzt erstmal wieder abgerissen. Einfach aus dem Grund, dass ich hier halt mir ja was anderes überlegt habe, beziehungsweise wir uns was anderes überlegt haben mit euch on stream. Und zwar, dass wir ja das Ganze hier so ein bisschen anders gestalten. Bin gerade am Überlegen, ob es halt in die Richtung gekippt werden muss oder in die. Ich glaube, in die haben wir es gekippt. Und dann Ganze halt hier irgendwie platziert. So. Uff. Seht das Ding da vorne? Ich glaube, das war richtig. Ich hoffe, das war richtig. Dann haben wir den Stall genommen und gesagt, den bauen wir dann auf die Seite ans Gebäude ran. Stimmt, jetzt ist halt, hier kann ich nicht mehr einfach rumdoktern, ne? Hier muss ich halt aufpassen, dass ich das Ganze halt wirklich richtig mache und vernünftig mache. Damit, ja, das nachher auch richtig funktioniert. Jetzt sehen wir hier, hat das Landskipping-Tool halt wieder entschieden, okay, er will jetzt hier dieses scheiß Gebäude bauen. Jetzt sagen wir, okay, wir machen hier halt wieder den Boden nach oben. Können wir den hier halt wieder absenken. Es ist halt nicht schön, ne? Das ist halt etwas, was halt auch viele Leute, die halt irgendwie neu mit diesem Ding arbeiten, ja, auch ein bisschen einschränkt, weil sie damit sich vielleicht auch gar nicht so gut auskennen und sagen, oh Gott, wie geht das Ganze? Schauen wir einfach mal, ne? Es ist halt, man muss halt immer mal wieder, wenn man es weiß, dann mit dem Landskipping nochmal drüber gehen, nachjustieren, ne, nacharbeiten, dann sieht das Ganze auch so aus. Jetzt fragen natürlich viele so, ey Keule, warum baust du das Ganze jetzt nochmal um? Nein, du hast doch schon mal richtig gut gebaut, das sah doch schon mal ziemlich geil aus. Warum diese Umentscheidung? Liegt einfach daran, ihr habt ja jetzt schon mehrfach gesehen, dass das Ganze hier so ein bisschen, ja, unförmig ist und so weiter und so fort. Und es ist nicht einfach, Stallungen zu bauen, ne? Wir haben jetzt hier vieles versucht, wir haben überlegt, Schweine zu machen. Da habe ich mir aber dann doch gedacht, so, ah, nee, so Multikulti-mäßig mit zu vielen Tieren, das ist auch in der recht realitätsfern. Ich finde, dieses Projekt hier sollte auch vom Hofbau, wenn wir schon, wenn es um Bildet gehen soll, nicht nur, dass es ein schöner Hof wird, sondern die ganzen anderen Sachen, die auch schon angesprochen wurden, es muss halt ein wirtschaftlicher Hof sein. Und wenn wir halt wirtschaftlich, auf diesen Punkt wirtschaftlich gehen wollen, ne, am Ende des Tages, wird das halt keiner machen, multikultimäßig Tiere zu machen, einfach aus dem Grund, dass, ja, dass das halt sehr schwierig wird. Zu viele Tiere sind sehr, sehr viel Arbeit. Muss ich mal überlegen, was macht Sinn, das Ganze halt so hinzustellen wahrscheinlich, ne? So oder so, so. Nein, jetzt ist das zu nah dran. So, ne? Das passiert dann halt auch mal, da muss man dann halt auch mal einen sauren Apfel beißen. Jetzt habe ich Geld verschenkt. Und zwar richtig viel Geld. Was wollte ich gerade sagen, dass es halt einfach auch nicht wirtschaftlich wird, ne? Also das muss man halt auch einfach ganz, ganz, ganz einfach dann auch sagen. Guck mal, wie sich hier das Ganze jetzt auf einmal wieder... Das ist doch ein Bug schon wieder. Ja, geil, schon wieder diesen Geldbug gehabt. Ja, dass das Ganze halt auch wirtschaftlich bleibt, so, ne? Und in der Realität, das haben halt auch eigentlich viele Leute bestätigt, die so in der Landwirtschaft auch so ein bisschen unterwegs sind. Macht man das halt einfach nicht, weil es halt auch irgendwo dann nicht mehr wirtschaftlich so richtig ist, ne? Oh, puff. Und man ja auch sämtliche Sachen anmelden muss, Papierkram etc. pp. Das lohnt sich halt nicht. So auch die Bestätigung von vielen, dass das halt wirklich so ist, dass das halt sich einfach auch irgendwo nicht rechnet und rentieren würde. Und man dementsprechend dann sagt, okay, man nimmt ein Tier. Also ich kenne es bei mir in der näheren Umgebung. Wir können auch gerne philosophieren. Ihr könnt auch sagen, absoluter Bullshit. Bei mir ist das so. Wir haben hier einen Hof, der ist Multikulti. Der hat Schweine, Hühner, Kühe, Hühner und so weiter und so fort. Gibt es hundertprozentig auch. Ich will das jetzt gar nicht sagen, so dass das absoluter Schwachsinn ist. Dass das kein Sau auf dieser Welt macht. Aber es ist halt eher selten der Fall. Und wenn das der Fall ist, dann ist das aber auch so, dass der halt nichts riesengroß macht. Ne? Also dann hat der einen Schweinestall mit, keine Ahnung, 20, 30 Schweinen oder so. Ein Kuhstall mit, keine Ahnung, 40, 50 Kühe oder so.
Und dann Hühnerstall mit 100 Hühnern, jetzt mal blöd gesagt, ne? Also, was ich damit sagen will, ist, dass das Ganze dann halt eher auch dann klein aufgebaut ist und nicht irgendwie riesengroß oder so. Muss ich mal überlegen, wie weit gehen wir jetzt hier? Wir stellen das mittig hin. Sieht gut aus, ja. Und das Ganze ist dann halt dementsprechend hier jetzt der Fall auch. Ich habe die Überlegung gehabt, okay, komm, wir machen jetzt hier kein Riesenexperiment, was halt die, Tiere angeht. Wir werden hier nicht auf Multikulti und Tralala gehen. Wir werden hier drauf jetzt gehen, dass wir einiges an Tieren machen, ja. Aber vieles dann halt auch am Ende des Tages ja nicht wirtschaftlich wird. Deswegen habe ich mich halt dazu entschieden und ich denke, das ist auch richtig und wichtig, zu sagen, nö, wir bleiben bei einem Tier. Das heißt in dem Fall halt Kühe und werden das Ganze dann aber auch richtig und korrekt und ja, wie in der Realität halt in einer größeren Form machen. Deswegen habe ich mich entschieden, einen zweiten Stall zu bauen. Deswegen diese Umstrukturierung. Darauf wollte ich hinaus. Warum baust du das jetzt um? Die Frage wird halt von einigen wahrscheinlich kommen. Und das ist halt der Grund, warum ich hier umstrukturiere, warum ich umbaue generell und gesagt habe, okay, komm, lass uns das Ganze nochmal ein bisschen ummodeln, ein bisschen umbauen. So passen die Ställe am besten hin. So haben wir hier auch mit der Durchfahrt eine schönere Lösung am Ende des Tages. Hier kommt nachher noch ein Tor rein. Hier oben kommen noch Unterstände hin, wenn wir uns das leisten können. Und noch viele, viele andere tolle Sachen. Jetzt bin ich hier aber gerade am struggeln, ob ich das gerade stelle, parallel zum Stall, oder ein bisschen dem Weg entsprechend. Ich denke, dem Weg entsprechend würde mehr Sinn machen. Das wäre dann so. Ihr könnt mir mal eure Meinung dazu sagen. Es gibt für diese Produktionsanlage, außer irgendwer schreibt es mir in die Kommentare, dass es dafür, ihr seht den Zaun da, ne, das ist so eine Metallstange mit so vier Holzbrettern, dunkles Braun. Ich bin der Meinung, das gibt es nicht. Wir haben es auf jeden Fall noch nicht mit drin auf dem Server. Wenn ihr irgendwo sagt, ey, so einen Zaun habe ich schon mal gesehen, den gibt es im Mod-Hub, dann gerne in die Kommentare schreiben, Link dazu posten. Ich gucke mir den an. Weil, wenn ich das jetzt hier so hinstelle, steht das halt einfach so im Raum und da hinten ist halt eine Zaunabgrenzung und irgendwie alles andere ist nicht zaunabgegrenzt. Deswegen habe ich mir überlegt, da dürft ihr natürlich eure Meinung auch zuschreiben, wenn ich einen passenden Zaun finden würde, das Ganze halt dementsprechend, ja, hier halt mit aufzunehmen. Und diesen Zaun, den ich jetzt hier quasi setzen möchte, wenn ich das dann darf. Das ist das Problem, wenn man das halt nicht mit dem frei wählbaren macht, sondern so. Hallo? So. Und den dann quasi hier einmal gerade hochziehen würde. So. Uff. Und die Produktion quasi damit so ein bisschen eingrenze. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen eingezäunt ist. So nämlich. Und die Produktion jetzt quasi dementsprechend hier platzieren würde. Dass das halt auch passt. So einigermaßen. So. So. Uff. Und diesen Zaun dann hier nochmal im Nachgang halt wegnehme. So. Ne, jetzt habe ich hier halt einen Zaun, der da irgendwie einigermaßen abschließt. Nie zu 100% gerade, das ist ja halt einfach so, ne? Das kriegt man eh auf den Punkt nie genau hin. Und hier würde ich jetzt dasselbe genauso in grün auch eigentlich ziehen mit dem Zaun. Und ja, dass das Ganze halt einigermaßen passig ist. Ich finde das mit dem Zaun eigentlich schön, wenn man das hinkriegt, dass man den hier daran setzen darf. Aber in dem Fall darf ich ihn halt wieder nicht da dran setzen. Dann würde ich den Zaun vielleicht sogar am Ende des Tages doch weglassen wollen. So. Ne, man könnte es halt so ungefähr bauen. So, dann ist das Ding halt wenigstens ein bisschen eingezäunt. Ne, ich könnte das natürlich auch von da nach da ziehen. Würde schöner aussehen. Der Zaun kostet nicht viel. Komm, machen wir nochmal weg. Aber dazu bräuchte man halt meiner Meinung nach den passigen Zaun. So, ne, wenn man den passigen Zaun findet, dann ist das halt eine ganz geile Nummer. Wenn man ihn nicht findet, so wie in dem Fall, gibt es den meiner Meinung nach auch nicht. Den passenden Zaun, dann wird es halt schon schwierig. So, ne? Wo stellst du den jetzt hin? Du kriegst ihn eh nicht an das Ding vernünftig dran gesetzt. Dann können wir es halt nur hier hinsetzen. So.
Und dann ist das Teil halt auch eingezäunt so ein bisschen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, hier drüben können wir halt auch nochmal einen Zaun setzen. Das wird halt jetzt hier ein bisschen kacke aussehen, weil das halt einmal, ja. Weil das halt einfach nicht der passende Zaun ist, so. Ne? Es ist halt einfach nicht der passende Zaun. So, und wenn das nicht der passende Zaun ist, dann sieht das halt generell immer ein bisschen bescheiden aus. So. Näher kommt man halt leider nicht dran. Das ist halt auch so diese Konstruktionsfehler hier, ne? Da siehst du halt, hier hat er halt irgendwie Erde. Und hier hat er halt Beton. So, ne? Das kommt halt auch noch erschwerend dazu. Aber so würde ich das eigentlich einzäunen wollen. Ja, das wäre halt cool. Dann hätte man da halt wieder so einen sauberen Abschluss. Aber man hat halt diesen Zaun einfach nicht. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Deswegen eure Meinung mal gefragt. Zaun ja, Zaun nein. Ohne Zaun wäre es halt einfacher. Dann würde ich das aber trotzdem so, wie es jetzt steht, stehen lassen. Ist ganz cool. Ich denke, das passt halt auch so ganz gut. Und ja, das wäre halt schon mal der Teil. Jetzt würde ich halt noch sehr, sehr viele andere Sachen bauen wollen, aber ihr seht schon, wir haben nur noch 69.000 auf dem Konto. Dementsprechend würde ich das Ganze halt hier in dem Fall erstmal sein lassen. Wir können jetzt hier nochmal mit dem Landscaping-Tool drüber gehen und schauen, dass wir hier das Ganze wieder ein bisschen gerader kriegen. So, ne, hier ein bisschen anpassen. Können wir gar nicht, hier ist alles gerade geblieben, komischerweise. Bei manchen Sachen, Gebäude, wenn du die baust, dann bleibt das gerade. So, hier ist zum Beispiel, ach, hier hat er so, hier auf der Seite hat er ein bisschen was angehoben. Aber der Rest ist halt relativ gleich geblieben, so, ne? So, das wäre jetzt so erstmal das, was wir mit dem Money, was wir jetzt haben, bauen könnten. Alles weitere, was wir noch so bauen wollen können und in naher Zukunft geplant haben, haben wir vorhin in dem Stream besprochen. Da waren einige von euch halt, denke ich mal, nicht dabei. Gut, hier muss ich jetzt nochmal gleich gucken. Das würde ich jetzt gerne in der Folge noch korrigieren. Nämlich hier noch eine Einfahrt reinmachen. Dass wir das Ganze halt einmal fertig kriegen. Ich kann mal gucken, dass ich hier den Zaun, aber vielleicht die Durchfahrt schon mal hinsetze. Und zwar ungefähr da, wo ich sie hinhaben möchte. Wo ist denn jetzt dieses schöne Tor? Haben wir hier nämlich auch eine schöne Durchfahrt. So, ne? Die haben wir nämlich vorher gar nicht gehabt, so richtig schön. Wenn wir nämlich hier dann gucken, würde sie von der Seite zu der Seite öffnen lassen. Und zwar genau so. Ja, zack. Und haben dann hier eine schöne Durchfahrt. So, jetzt muss ich nochmal kurz neu joinen, weil ich den Zaun schon wieder nicht entfernen kann. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, damit erstmal herzlich willkommen zurück. Und wir sehen halt leider, leider, leider Gottes wieder mal, dass halt irgendwie, ja, das funktioniert hier noch nicht so ganz. Da muss der Server wahrscheinlich erstmal neu gestartet werden, damit das, was ich hier jetzt gemacht habe, ja, mir angezeigt wird. Keine Ahnung, das Problem haben wir ja schon mal gehabt mit diesem Zaunkram, dass das halt irgendwie immer nicht so richtig funktioniert mit den Zäunen. Ja, sehr ärgerlich, weil ich kann jetzt hier halt erstmal das Tor dann nicht zu Ende machen. Ihr seht also nicht das Endergebnis, was das angeht. Ich überlege gerade, ob wir trotzdem in dieser Folge noch was bauen wollen oder können. Kann mal kurz gucken. Wie teuer halt so ein Unterstand ist, den wir uns hier noch hinbauen wollten. 15.000. Den würden wir uns halt hier oben hinstellen. Theoretisch. Praktisch gut. Der würde 15 kosten. Und dann haben wir aber auch noch was anderes, was wir uns bauen wollen. Kostet auch 10. Okay, dann machen wir das. Die können wir noch investieren, das sind 25.000. Müssen wir mal gucken, wie wir mit dem Geld dann oben zurechtkommen. Haushalten. Und müssen wir halt einen Kredit nehmen, wenn wir jetzt irgendeine Rechnung bezahlen müssen demnächst. Hab halt 25.000 in den Sand geschossen, weil ich den scheiß Stalleimer versetzt habe. Weil es halt nicht so geklappt hat oder beziehungsweise so aussah, wie ich es halt haben wollte. Jetzt hätte ich fast den falschen Unterstand auch noch genommen. So. Frage ist jetzt halt, in welchem Winkel das Ganze machen. Finde ich eher so, ne?
Das ist halt ziemlich schwierig, so diesen Winkel jetzt hier hinzukriegen. Dass es mit der Flucht halt auch passt nach da unten hin. Dass es einigermaßen gut aussieht. Weil da kommt ja jetzt noch mehr dahinter gebaut. Ich denke. So könnte das schon ganz gut klappen. Uff. Wenn nicht, muss ich halt die Halle hier oben nochmal abreißen, wenn ich die andere gestellt habe, und dann nochmal neu bauen. Ja, das wird wahrscheinlich auch so sein müssen. So, jetzt steht das nämlich weit genug weg von der Mauer. Reißen wir das Ding hier nochmal ab. Dann packen wir das da nochmal vernünftig so rein, dass es ungefähr passig reinpasst hier vom Schnitt. Der Halle zu der Halle jetzt. Haben wir rechts und links halt so ein bisschen Platz daneben. Aber jetzt passt das mit der Flucht, glaube ich, ganz gut. Ja, passt das mit den Gebäuden relativ gut. Ja, die Ein- und Ausfahrt von der Garage ist gut. Hier können wir ein bisschen Deko reinknallen. Ist auch gut. Was ein bisschen nervt und irritiert ist, dass hier jetzt wieder irgendwie ein Spalt darunter ist. Das ist halt komisch. Aber das passt. Guck mal, hier ist irgendwie abschüssig. Wenn man darüber geht, dann sieht man, dass das Bild sich verfärbt, aber es ändert nichts. Also was heißt verfärbt? Du siehst, dass da halt eine Bodenwelle ist, aber es passiert halt nichts, wenn du es bearbeiten willst. Naja, okay. Ja, Jungs und Mädels, das wäre es dann mit der Baufolge. Wir haben jetzt hier eine Halle, falls ihr nicht wisst, was das ist eine Halle mit Werkstatt. Also wir haben hier eine Halle, da ist eine Werkstatt drin. Farblich finde ich das ganz gut, passt es rein. Wir nehmen die Farben von Weiß hier wieder auf. Holzbau passt ja irgendwie sowieso immer zu so ein bisschen Fachwerkgebäuden. Hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr gebaut, aber 25.000 Euro, wie gesagt, in Sand gesetzt wegen Bau der Halle, falsch gelaufen. Müssen wir mal gucken. Wenn wir das Ganze halt nach und nach jetzt weitermachen, wir werden auch, so wie ich es gesagt habe, sobald halt das hier auch funktioniert hat, sobald der Server neu gestartet ist und wir wieder Geld haben und alles steht, was ich haben möchte, bedeutet noch eine Tierart kommt auf jeden Fall auf den Hof, da müsst ihr euch überraschen lassen, was es wird. Und sobald das dann fertig ist, dann werde ich anfangen hier auch auf den Hof mit Dekoration und so weiter. Wichtig ist jetzt für mich erstmal die Frage auch an euch, mit Zaun oder ohne Zaun hier oben, die Ecke. Oder wenn ihr halt so einen Zaun hier findet, der halt irgendwie passig ist, dann gerne raus damit in die Kommentare. Ansonsten wäre es das mit dieser Folge. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ich hätte gerne noch, wie gesagt, was anderes gebaut, aber 25.000 sind jetzt weg. Die fehlen mir jetzt zum Bauen. Ist halt leider so. Die kriegen wir halt auch nicht wieder. So fair sind wir, dass man gesehen hat, ich habe das nochmal umgestellt, neu gebaut. Das Geld ist jetzt futsch, also scheiß drauf. Gerne Ideen, Verbesserungen, Vorschläge, immer raus damit. Gerne auch in den Livestreams, wenn wir Bauplanungen machen, so wie wir es jetzt gemacht hatten am Sonntag, gerne dabei sein. Und eure Ideen, eure Geschmäcker mit einfließen lassen. Wenn ihr hier Verbesserungsvorschläge, Ideen habt, gerne mit einfließen lassen. Und dann sehen uns, hören wir uns ja sowieso in den nächsten Livestreams wieder, in den nächsten Videos wieder. Däumchen raus, Abo raus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.